Die Villa wurde bis letztes Jahr noch als Tagungszentrum benutzt. Eine einmalige Gelegenheit, sich an der berühmten Elbchaussee einzukaufen. Noch dazu auf der guten Seite, mit unverbaubarem Blick. Sie wissen ja, eine bessere Adresse können Sie in unserer Hansestadt gar nicht haben. Hamburg, Elbchaussee. Das heißt, Symbolkraft und Glanz. Seriosität und Bonität. Naja, Sie kennen ja sicher die drei wichtigsten Kaufargumente für eine Immobilie. Erstens, die Lage. Zweitens, die Lage. Und drittens, die Lage. Wir würden das Haus gerne einem befreundeten Architekten zeigen. Bei Tageslicht. Selbstverständlich. Kein Problem. Machen Sie doch einfach einen Termin mit meiner Sekretärin aus. Darf ich bitten? Die Lage ist wirklich spitzenmäßig. Ist ja auch teuer genug. Die Lage ist trotzdem spitzenmäßig. Maklergeschwätz. Du kennst doch unsere Tochter. Jetzt mach aber mal einen Punkt, so blöde Turnschuhe sind doch nicht die Welt. Kapitaldelikte, Tim Rasch? Sag Hanna, ich gehe neue mit dir kaufen. Ja. Wo? Versprochen, ja, ich übernehme das. Okay, willkommen. Ja, tschüss, Carola. Ärger mit Ihrer Ex-Frau? Unsere Tochter hat ihre super teuren Indoor-Luftkissen-Schnickschnack-Turnschuhe verschlammt. Was gibt's? Einen Toten im ehemaligen Tagungszentrum, Villa Elbchaussee. Emanuel Wösner, 50 Jahre alt, Verkauf und Vermittlung von Immobilien. Das ist Herr Füller von den Stadtwerken, der hat den Toten gefunden. Tod infolge stumpfer Gewalteinwirkung. Vermutlich kranusbasale Fraktur. Schädelbasisbruch, Paul. Stumpf genug? Könnte hinkommen. Tatzeit? Gestern Abend. Schätze vor Mitternacht. Ja, danke. Das Opfer hatte um 19 Uhr einen Besichtigungstermin mit einem Ehepaar Reusch. Die sind an dem Kasten hier interessiert. Wer sagt das? Seine Sekretärin. Gut, dann sprechen Sie mit dem Ehepaar Reusch. Okay. Ohne pietätlos zu sein, aber hier hat Wüstner seine Schweinereien ausgeheckt. Wie meinen Sie das? Zum Beispiel so. Ein Wohnblock in Fuhlsbüttel mit 18 Wohnungen. Wüstner hat das Haus vor einem Jahr gekauft, die Fassade und das Treppenhaus gestrichen und dann an die Mieter vertickt. Wir hocken jetzt auf der Straße. Warum? Weil das Haus von der Stadt als verkehrstechnisch nicht nutzbar erklärt wurde. Wie kann man denn eine unbrauchbare Bruchbude verkaufen? Mit einem geschönten Gutachten? Haben Sie eine Liste von allen Wohnungskäufern? Mhm, sicher. Die Leute müssen doch eine Stinkwut haben. Es wurde Klage eingereicht. Aber die kann man wohl vergessen. Gab's denn keine Drohung? Telefonterror? Melanie Steingart war vor 2 Tagen hier. Sie und ihre Familie hat's ziemlich hart getroffen. Ich nehme an, sie wollte an Wüsners gutes Herz appellieren, aber das war wohl nix. Sie fragen sich bestimmt die ganze Zeit, warum ich für diesen Kerl gearbeitet habe.
Nein, eigentlich nicht. Kaffee? Ja. Ich war fast 15 Jahre raus aus dem Beruf. Mein Mann zahlt nicht und meine pubertierende Tochter stellt Ansprüche. Und Wösner hat mir ein gutes Angebot gemacht. Milch, Zucker? Nein, danke. Er mochte Menschen, die von ihm abhängig sind. Ja, was war jetzt mit dieser Frau Steingart? Sie ist jung und hübsch. Und Wösner dachte wohl, die Frau ist verzweifelt genug, sich von ihm angrapschen zu lassen. Stattdessen ist sie völlig aufgelöst rausgerannt. Emanuel Wösner hat die Einnahmen aus den Wohnungsverkäufen auf die Cayman-Inseln transferiert. Seine dortige Firma hat dann angeblich pleite gemacht. Tja, und damit wäre die Kohle futsch. Zumindest für die deutschen Behörden. Und für die armen Schweine, die ihr Geld wiederhaben wollen. Wo sind denn hier die Kekse? Was ist denn mit den Spuren? Ja, also nichts Verwertbares auf der Tatwaffe. Aber dafür haben wir das hier gefunden. Lag direkt neben der Leiche. Was ist das? Das ist ein... Ein Zippel. Zippel? Ja, das heißt doch so. Junger Kollege. Wie nennt man das hier? Das ist ein Reißverschlusszipper. Wieso? Sag ich doch. Was ist denn mit dem Pärchen, das die Villa besichtigt hat? Herr und Frau Reusch, ja, Moment, die haben das Grundstück um 19.30 Uhr verlassen. Der Frau ist ein türkisfarbener Kleinwagen aufgefallen. Sie glaubt auch, dass jemand drin gesessen hat, aber sie konnte nichts Genaues erkennen. Haben Sie die beiden überprüft? Ja, aber die sind harmlos. Die haben sich gleich anschließend mit Freunden im Restaurant getroffen. Außerdem sagt ihr Taxifahrer, er hätte Wösner noch an dem Hauseingang gesehen. Das hier ist eine Liste von Leuten, die Wösner über den Tisch gezogen hat. Vielleicht fährt ja einer von denen einen türkisfarbenen Kleinwagen. Türkisblauer Marbella mit dem amtlichen Kennzeichen Hamburg LY1372. Zugelassen auf Steingart, Melanie. Aktenzeichen 94-13-72-17. Melanie Steingart, geborene Meier. Verheiratet mit Michael Steingart. Zurzeit wohnhaft in Hamburg, Rothenburgs Ort, Dunker Allee 143, 7. Stock. Ihr Name und Geburtsdatum? Jochen Steingart, 5.7.70. Ich bin der Schwager von Melanie Steingart. Haben wir doch überhaupt keine Chance, an unser Geld zu kommen. Frau Steingart, Sie waren Anfang der Woche bei Wösner. Meine Frau hat versucht, mit ihm zu reden. Warum sind Sie denn aus dem Büro gerannt? Ich war wütend, weil er so eiskalt reagiert hat. Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier finden? Haben Sie bei Wösner die Bude auch auseinandergenommen? Oder machen Sie das nur bei Leuten wie uns? Es ist noch nicht mal unsere Wohnung. Wir machen Jochen nur Schwierigkeiten. Wenn mein Bruder uns nicht aufgenommen hätte, müssten wir unter der Brücke schlafen. Wer von Ihnen ist gestern Abend zur Elbchaussee rausgefahren? Keiner von uns. Ihr Wagen wurde aber von einem Zeugen gesehen. Dann hat er sich geirrt. Frau Steingart, wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 Uhr und Mitternacht? Hier. Zu Hause. Wir waren alle hier den ganzen Abend. Ich habe Ihre Frau gefragt. Stimmt das? Ja. Wir waren alle hier. Ist der Wagen wohl allein zur Elbchaussee gefahren? Wollen Sie uns etwa als Lügner hinstellen? Wer von Ihnen fährt normalerweise den Wagen? Meistens ich. Wir benutzen ihn alle drei. Paul? Paul, kommst du mal? Diese Jacke hing hier auf dem Kleiderständer. Und? Der Zippel fehlt. Wem von Ihnen gehört diese Jacke? Mir.
Lippenstift auch? Emanuel Wösner hat Ihnen nicht nur eine unbenutzbare Wohnung verkauft, sondern auch einen maßlos hohen Kredit vermittelt. Sie müssen uns für saublöd halten. Keineswegs. Er träumt nicht von seinen eigenen vier Wänden. Es klang alles so vernünftig, so machbar. Frau Steingart, wie hoch sind Ihre Schulden? 95.000. Mit Zinsen und allem eine monatliche Belastung von 780 Euro. Die nächsten 20 Jahre. Für nichts. Für absolut nichts. Hat Wösner Sie in seinem Büro belästigt? Ich meine sexuell? Nein. Seine Sekretärin sagt was ganz anderes. Sie war doch gar nicht dabei. Sie hat Sie völlig aufgelöst aus seinem Büro flüchten sehen. Wollte Wösner mit Ihnen schlafen? Hat er Ihnen ein Angebot gemacht, Geld gegen Sex? Sind Sie deshalb zur Villa Elbschuss hier gefahren? Wir waren alle drei den ganzen Abend zu Hause. Damit kommen Sie nicht durch. Dann beweisen Sie uns das Gegenteil. Aber das haben wir doch bereits. Mindestens einer von Ihnen muss am Tatort gewesen sein. Und es deutet alles darauf hin, dass es Ihre Frau war. Sie war zu Hause. Sie haben vor 4 Wochen Ihren Führerschein verloren. Ich habe einmal ein Bier zu viel getrunken und prompt werde ich erwischt. Sonst habe ich mir nie was zu Schulden kommen lassen. Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr, habe immer meine Steuern bezahlt. Aber wenn man einmal Pech hat... Wenn Sie so gesetzestreu sind, dann würden Sie doch niemals ohne Führerschein fahren. Also war Ihre Frau doch am Tatort? Meine Frau war zu Hause. Ich konnte doch gar nicht wissen, dass Wösner in diesem Haus ist. Sie haben ihn bei seinem Büro abgepasst und sind ihm gefolgt. Frau Steingart, die Indizien gegen Sie sind erdrückend. Wenn Sie es nicht waren, wer denn dann? Ihr Mann, Ihr Schwager, einer von Ihnen war's. Ich verstehe, dass Sie was unternehmen mussten. Sie haben keine Wohnung, kein Zuhause für Ihr Kind. Keine Chance, dass sich in den nächsten 20 Jahren irgendetwas für Sie ändern könnte. Ein Prozess gegen Wösner würde ewig dauern. Wird wenig aussieht, dass Sie Ihr Geld jemals wiederkriegen. Sie hatten gar keine andere Wahl. Sie mussten sich mit ihm einigen. Nie im Leben. Also hat Ihr Mann Wösner umgebracht? Nein! Sie haben ihm erzählt, was im Büro passiert ist. Das hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Ihr Mann hat Wösner verfolgt. Was ist, wenn es Notwehr war? Sie müssen mir sagen, was passiert ist. Sie haben recht. Ich meine, dass er mir ein Angebot gemacht hat. Ich habe gedacht, ich könnte das. Aber dann konnte ich nicht. Er wollte nicht aufhören. Und da habe ich ihn erschlagen. Er hätte mich sonst vergewaltigt. Es war Notwehr. Melanie. Kommen Sie. Ihre Frau hat gestanden. Ich habe Ihnen noch gesagt, dass Melanie zu Hause war. Sie sollten sich einen Anwalt nehmen. Dafür haben wir kein Geld. Herr Rasch, haben Sie eben mal die Nummer vom anwaltlichen Notdienst da? Ja, habe ich. Melanie bringt niemanden um. Unter dieser Nummer bekommen Sie einen Pflichtverteidiger gestellt. Ich will zu meiner Frau. Das geht nicht. Das können Sie mir doch nicht verbieten. Wir werden sehen, was wir morgen für Sie tun können. Morgen. Also gut, ich werde morgen früh wieder hier sein und dann will ich mit meiner Frau sprechen. Das können Sie sich abschminken. Da ist sie zur Tatrekonstruktion an der Elbchaussee. Leuchte doch mal.
Jetzt beruhige dich doch erstmal, Mäuschen. Wann und wo hast du zum letzten Mal das Portemonnaie gehabt? Aha. Und wann brauchst du das Geld? Moment mal. Moin. Moin. Wenn Frau Steingart kommt, bringen Sie sie bitte sofort ins Haus, ja? Machen wir. So, ich bin wieder da. Himmel, Hanna, deine Mutter wird dir nicht gleich den Kopf abreißen. Jetzt mal ganz langsam. Wann hast du deine erste Stunde? Okay, dann setz dich jetzt aufs Fahrrad und komm in die Elbchaussee 43. Jetzt hör auf zu weinen, Hanna. Wir kriegen das hin. Wozu ist dein Vater Polizist? Tschüss. Moin. Hallo, Paul. Kann mir jemand von euch 200 Euro leihen? Wofür? Hanna hat ihr Portemonnaie verloren mit dem Geld für die Klassenfahrt. Könnte geklaut sein. Möglich. Denn ich hab 30. Warte. Ich hab 50. Und du? 200 Euro für eine Klassenfahrt. Also jetzt, sag mal, wo fahren die hin? Brasilien? Wir sind früher mit 10 Mark ins alte Land und waren auch glücklich. 40. Zusammen 120. Hätte gern mehr gehabt. Soll ich mal zum Automaten fahren? Frau Steingart müsste jeden Moment hier sein. Ich wollte vorher noch was mit dir besprechen. Nö. Nee, jetzt. Also, ich weiß nicht. Ich hab gar kein Auto da. Enno. Ja? Schlüssel. Hab ich doch. Aus. Sie hat erst vor 2 Tagen ihre Turnschuhe verschlammt. Jetzt hat sie Angst, dass ihre Mutter ihr die Klassenfahrt streicht. Was natürlich Blödsinn ist. Aber Hanna steigert sich gerne in solche Sachen rein. Wenn es wirklich Notwehr war und Wössner versucht hat, Melanie Steingart zu vergewaltigen, dann hätte ihr Körper doch Abwehrverletzungen aufweisen müssen. Ja, zumindest Hämatome an den Oberarmen. Wenn nicht doch an den Oberschenkeln. Kratzer im Gesicht, Kampfspuren an den Händen. An den Händen und im Gesicht hatte sie nichts. Aber wenn sie den Tatablauf schildert, würdest du sie dann noch mal genauer beobachten? Du meinst von Frau zu Frau? Eben. Klar. Herr Zorn, da ist jemand für Sie. Sie ist da. Fummel ich an dem Ding rum. Im Gegensatz zu dir war ich beim Bund. Ich weiß, wie man damit umgeht. Entschuldigung. Ja? Du hast momentan eine kleine Pechsträhne, was? Kleines Glück. Wo sind die? Im Moment geht alles schief. Und wie lang? Ah, das können Sie nicht sagen, ja. Klar, danke. Komm, wir gehen mal raus und gucken, wo Benno bleibt. Zurück. Gehen Sie zurück. Na los, da rein. Na los, nehmen Sie Hände hoch, ganz langsam. Geben Sie mir Ihre Waffe. Aber vorsichtig, Sie auch. Was ist? Ich habe keine, ich bin Ärztin. Wo ist Melanie? Lassen Sie das Kind gehen. Wo ist meine Frau, verdammt nochmal? Sag sie, wenn Sie das Kind gehen lassen. Hier geht niemand. Wo ist sie? Ihre Frau ist auf dem Weg hierher, sie steckt im Stau. Und jetzt? Verfluchte Scheiße. Dann warten wir eben, bis Melanie hier ist. Was soll das? Was wollen Sie überhaupt? Los, gehen Sie darüber! Na los!
Mensch, habt ihr denn nichts gemerkt? Da drin läuft eine Geiselnahme. Wieso denn? Was heißt Geiselnahme? Lassen Sie die Kleine gehen. Das bringt doch nichts, dass Sie sie hier behalten. Im Gegenteil, ein Kind ist unberechenbar. In Ihrem eigenen Interesse. Wie heißt du überhaupt? Hanna. Sie haben doch selber ein Kind. Sie können doch ein Kind nicht mit der Waffe bedrohen. Aber man kann einem Kind die Mutter wegnehmen, ja? Und was machst du hier? Wegen der Klassenfahrt. Kleine ist Ihre Tochter, ja? Ist das okay, dass sie an einem Tatort rumturnt, ja? Was wollen Sie eigentlich? Verhindern, dass meine Frau ins Gefängnis muss. Super Idee. Wie wär's mit dem Anwalt? Vielleicht kann der für Sie schon mal eine Dreierzelle organisieren. Sie hören sich an wie jemand, der in seinem Leben immer alles bekommen hat, was er wollte. Es gibt aber auch Menschen, die bemühen sich und machen und tun. Und alles, was sie kriegen, ist ein paar in die Fresse. Ich hätte auch gerne studiert. Geografie. Aber es kam gar nicht in Frage. Mit 15 musste ich in die Lehre. Seitdem habe ich keinen Tag blau gemacht. Und jetzt bin ich arbeitslos, wohnungslos. Meine Frau muss ins Gefängnis. Ich hatte gehofft, wenigstens meinem Sohn einen guten Weg ebnen zu können. Und Sie machen sich darüber lustig. Ich wollte mich nicht über Sie lustig machen. Aber Sie fuchteln hier mit Ihrer Waffe rum. Ihre Aktion ist der totale Schwachsinn. Sie glauben, mit einem Anwalt kriegt man automatisch Recht. Schauen Sie sich meinen Bruder an, der war im Gefängnis. Und was ist mit unserer Wohnung? Weg, trotz Anwalt. Jetzt erkläre ich Ihnen mal was, Frau Doktor. Das Recht in diesem Staat ist für Leute wie Sie gemacht, nicht für mich. Ob Ihre Frau ins Gefängnis muss oder nicht, das steht überhaupt noch nicht fest. Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Die Mühlen in diesem Land mahlen langsam, das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Wir sind die Beschissenen. Glauben Sie, dass ich die Ermittlungen manipuliere, damit ich Ihr Weltbild nicht zerstöre? Auf was für einem Trip sind Sie eigentlich? Mit Ihnen kann man nicht diskutieren. Von der Bude hier, na los! Was ist denn? Pass auf die auf. Jochen! Was ist da los, Jochen? Was los ist? Da draußen sind jede Menge Bullen. Das ist los. Und wo ist Melanie? Woher soll ich denn das wissen? Geben Sie mir Ihre Waffen, dann gehe ich raus und regle das. Noch ist hier niemandem was passiert. Jetzt geben Sie auf, bevor die Hölle los ist. Seien Sie mal einen Moment ruhig. Ich muss nachdenken. Was
Wir können nicht aufhören, wir müssen weitermachen. Hier, fesseln. Lassen Sie wenigstens meine Tochter gehen, ich bitte Sie. Wenn Sie tun, was wir sagen, dann passiert hier nichts. Können wir uns auf die Stühle setzen? Wir kriegen hier unten einen Krampf. Ja, von mir aus, dann los, hoch, hoch, hoch! Wer ist denn alles drin? Die Geiselnehmer, die Gebrüder Steingart. Dann Tina, also Frau Jäger, Paul und Hanna. Hanna? Was macht Hanna denn da drin? Ja, das ist ein ganz unglücklicher Zufall. Sie hat ihr Portemonnaie mit dem Geld für die Klassenfahrt verloren und dann... Verdammt, das hat gerade noch gefehlt. Das ist alles meine Schuld. Naja, das ist mir gestern so rausgerutscht. Mit der Tatrekonstruktion. Tut mir echt leid. Ja, schon gut. Da kommt Frau Steingart. Die soll erstmal im Wagen bleiben. Sind die Kollegen vom SEK verständigt? Ja, sind unterwegs. Tag, Kollegen. Frau Steingart bleibt für Sie erst im Auto. Oh, das tut weh. Stell dich nicht so an, Prinzessin. Sie wissen hoffentlich, dass Geiselnehmer immer gefasst werden. Früher oder später. Oder sie werden erschossen. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Was sind Sie denn für ein Mensch? Was ist mit Ihrer Waffe? Wollen Sie die auch benutzen? Wenn Sie uns keine andere Wahl lassen? Haben Sie schon mal jemanden erschossen? Ich bin Gerichtsmedizinerin. Ich habe schon einige Schussopfer gesehen. Das ist nicht so clean, wie es im Fernsehen immer aussieht. Reicht jetzt, Tina! Tut sterben sehr weh. Quatsch, hier stirbt niemand. Du brauchst keine Angst haben, Mäuschen. Mein Telefon. Wollen Sie nicht rangehen? Müssten meine Kollegen sein. Ja? Hier ist Kriminaldirektor Peters. Mit wem spreche ich? Wo ist meine Schwägerin? Frau Steingart ist auf dem Weg. Wenn Melanie nicht in einer halben Stunde da ist, dann... dann stirbt die erste Geisel. Nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Hören Sie mir mal zu. Wir wollen Wagen. Einen anständigen. Und 1 Million. Einen nicht durchnummerierten kleinen Schein. Ich gebe Ihnen dafür 1 Stunde. Ab sofort. Das ist zu kurz. Dazu brauchen wir mindestens 3. Sie schaffen das in einer. Hallo? Und? Die 1 Million und Fluchtwagen. Finden Sie raus, wo das Kind der Steingarts ist. Die werden doch ganz sicher nicht ohne ihren Sohn flüchten wollen. Man wird sie verfolgen durch ganz Europa. Sämtliche Straßen werden gesperrt. Hubschrauber werden eingesetzt. Wo wollen Sie denn hin? Das schaffen Sie doch nie. Halten Sie den Mund. Wenn ich bis 12 Uhr die 200 Euro nicht abgegeben habe, kann ich nicht mitfahren. Natürlich kannst du mitfahren. Deine Lehrerin wird staunen, was du alles erlebt hast. Was denn für 200 Euro? Für ihre Klassenfahrt. 200 Euro für eine Klassenfahrt? Was soll das für eine Schule sein? Ganz normales staatliches Gymnasium. Gymnasium. 200 Euro eine Klassenfahrt. Sicher ist da drüben, ja? Okay. Ich wollte Janik auch mal aufs Gymnasium schicken, aber
200 Euro. Wer denkt sich denn sowas aus? Das hat doch System! So verhindern die von vornherein, dass jemand wie ich seine Kinder aufs Gymnasium schicken kann. Das verhindern sie gerade selbst. Wo und wie soll denn ihr Sohn aufs Gymnasium gehen, wenn sie auf der Flucht sind? Alles, was ich tue, ist nur zu seinem Besten. Vielleicht ist es das Beste, wenn er in einem Heim aufwächst, statt bei Ihnen. Was haben Sie da gesagt? Hören Sie nicht auf Sie. Keiner kann die leiden. Das ist eine Leichenärztin, die schlitzt den ganzen Tag Leichen auf. Die hat ja nicht mal Kinder. Herr Steingart, hören Sie auf! Michael! Du blöde Pissnäcke! Michael! Was bildest du dir eigentlich ein, so über meinen Sohn zu reden? Ist ja gut. Es tut mir leid. Gar nichts zu den Leid. Nee, ich lasse das nicht mehr zu, dass man auf meiner Familie so rumtrampelt. Niemand trampelt auf Ihnen herum, Herr Steingart. Sie hat das nicht so gemeint. Nee? Sie doch auch. Wo waren Sie denn, als Wösen uns betrogen hat, hä? Wussten Sie, dass ich arbeitslos bin? Ja, das sagten Sie bereits. Ich war Drucker. Facharbeiter. Ich habe immer gearbeitet. Komm, nimm die Waffe runter. Immer noch eins drauf. Jetzt habe ich nicht mal mehr einen Führerschein, um meine Familie zu ernähren. Immer noch einen drauf. Die Einsatzleiter SEK, hallo. Peters Mordkommission, Tag. Wir haben jetzt den Gebäudeplan auf dem Schirm. Gehen wir rein. Okay. Nachricht. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, da reinzukommen? Irgendeine Möglichkeit gibt's immer. Aber erstmal müssen wir checken, wo, wie, wann. Ihre Leute kriegen doch zwei Männer entwaffnet. Na klar. Aber oberste Priorität hat das Leben der Geiseln. Ich schicke doch meine Männer nicht auf gut Glück rein. Wir sind doch keine Rambos. Das habe ich auch nie behauptet. Was wissen Sie über die Geiseln? Die mehr sind Sie vorbeschafft? Einer von beiden, aber nicht wegen eines Gewaltdelikts. Der andere ist ein völlig unbeschriebenes Blatt, Familienvater. Aber auf keinen von beiden ist eine Waffe zugelassen. Ich hasse Amateure, die sind völlig unberechenbar. Konnte der Kollege von der Spurensicherung erkennen, um was für Waffen es sich ungefähr handelt? Beide haben Pistolen. Wir sollten davon ausgehen, dass die Waffen scharf sind. Am besten Sie führen die Verhandlung weiter. Oder sollen wir noch auf einen Psychologen warten? Nein, ich versuche das erstmal selbst. Gut, wir müssen Zeit gewinnen. Herr Rasch, haben Sie irgendwas rausgekriegt über den Sohn der Steingarts? Also bei den Großeltern ist er nicht, auch nicht bei den Nachbarn. Aber Jochen Steingart soll ja ein ganz gutes Verhältnis zu seinem Chef haben. Vielleicht sollte ich mal mit dem reden. Tun Sie das. Zigaretten, hat jemand Zigaretten? Warum machen Sie eigentlich mit? Glauben Sie auch, dass Sie nichts mehr zu verlieren haben wie Ihr Bruder? Ich tue es für Melanie. Erzähl Ihnen, wie es im Gefängnis zugeht. Ja, los! Warum waren Sie im Knast? Weil er für seinen damaligen Chef ein Auto von Amsterdam nach Hamburg gefahren hat. Der hat geglaubt, es ist ein Hasch drin. Aber es war voll mit allem möglichen Zeug. Sein Chef hat nichts gekriegt. Genau wie bei Wösner. Die wahren Verbrecher lässt man laufen. Kannst du mal das Thema wechseln? Interessiert doch niemanden. Ich hab dir immer gesagt, lern was Anständiges. Haben Sie gesehen, was er jetzt macht? Diese Airbrush-Geschichten, gefällt Ihnen das? Ich hab keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Siehst du? Das ist nichts für den Normalbürger. Das ist Nutzenkunst. Damit wirst du es nicht zu was bringen. Wenn es ihm Spaß macht. Spaß. Alle wollen heutzutage nur noch Spaß haben. Ich kann's nicht mehr hören. Nicht, dass ich nicht auch gern mal lustig bin. Ach, wann warst du denn das letzte Mal lustig? Was? Worüber hätte ich denn in letzter Zeit lachen sollen? Darüber, dass ich obdachlos geworden bin? Ha, ha, ha! Hör auf, wenn ich nicht wüsste, dass du mein Bruder bist und früher mal anders warst. Was meinen Sie denn? Bin ich wirklich so schrecklich, wie mein Bruder sagt? Sie haben sich dann was verrannt, Herr Steingart.
Sie glauben, die ganze Welt ist gegen Sie. Sie sollten sich lieber Gedanken machen, wie Sie wieder auf die Beine kommen. Sie haben recht. Ich habe mich zu sehr unterkriegen lassen. Sagen Sie mal, Frau Sternengard, wer hat denn diese wahnwitzige Idee gehabt? Keine Ahnung. Frau Sternengard, wissen Sie, ob die Waffen, die Ihr Mann und Ihr Schwager benutzen, scharf sind? Sind das echte Waffen? Scharfe Waffen? Ich weiß nichts von Waffen. Was glauben Sie denn, wer von den beiden die treibende Kraft ist? Frau Sternengard, wir rufen jetzt da an. Bitte, sprechen Sie mit Ihrem Mann. Sagen Sie ihm, dass diese Aktion aussichtslos ist. Überreden Sie ihn aufzugeben. Haben Sie mich verstanden? Herr Schatten, lassen Sie mal ein bisschen allein. Ja. Melanie, wie geht's dir? Melanie, komm jetzt rein. Und dann machen wir zusammen den Abflug. Was heißt denn Abflug? Das ist Irrsinn. Mach dir keine Sorgen. Wir haben alles im Griff. Wo ist Yannick? In Sicherheit. Wir haben alles organisiert. Du musst nicht ins Gefängnis. Aber die kriegen uns doch. Wollen wir uns ewig verstecken? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen. Freu dich doch lieber. Melanie! Komm. Willst du nicht erstmal hier zu uns reinkommen? Dann besprechen wir alles in Ruhe. Du wirst sehen. Alles wird gut. Gut, ich komm rein. Sie kommen nur rein, wenn das Kind dafür rauskommt. Melanie? Ich komme nur rein, wenn das Kind dafür rauskommt. Gut, das Kind kann gehen. Sobald du hier drin bist, lassen wir die Kleine laufen. Erst kommt das Kind raus, dann lassen wir Frau Sternengard rein. Sie haben überhaupt keine Forderung zu stellen. Das ist keine Forderung, das ist ein Angebot. Entweder Sie lassen sich darauf ein, oder wir bringen Ihre Schwägerin zurück in die JVA. Okay, wir schicken das Kind raus. Aber keine Tricks. Abgemacht. Wo bleibt das Geld? Und der Wagen? Wir arbeiten daran. Arbeiten dran. Ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf. Es tut mir leid, ich schaff das nicht am Telefon. Okay. Bukowski und alle bereiten Austausch vor. Die legen uns rein. Wie kann man nur so blöd sein? Wieso hast du nicht darauf bestanden, dass zuerst Melanie reinkommt? Jetzt halt doch mal die Luft an. Keine Angst. Mach dir keine Sorgen, Mäuschen. Ich koche dir heute Abend auch deine Lieblingsnudeln. Wir laden sogar deine Mutter ein. Hm? Komm schon. Na los, du passt ja auf. Okay. Wie geht's dir denn? Gut. So, hallo. Du bist Hanna, richtig? Komm mit. Wir reden ein bisschen. Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben. Es ist alles vorbei. Ich schaue nachher noch mal nach dir, okay? Sie können jetzt gehen. Versuchen Sie, denen klarzumachen, dass Sie keine Chance haben. Thank you.
Na los. Schön, dass du da bist. Wo ist Yannick? Bei Simone. Ist dir nicht klar, dass du alles nur noch schlimmer machst? Das hier war doch deine Idee, oder? Wir konnten dich doch nicht hängen lassen. Du bist verrückt! Jetzt lass du mal Jochen in Ruhe. Ich habe ihn überredet. Was? Du? Warum? Weil du meine Frau bist und ich dich liebe. Ich glaub das alles nicht. Du hättest das verhindern müssen. Wir fangen ein neues Leben an. Jochen wollte spätestens um 10 den Wagen und den Kleinen abholen. Hat er gesagt, wo es hingehen soll? Nö, aber ich nehme an, nach Kroatien. Da fährt er immer in Urlaub hin. Da hat er wohl auch Freunde. Haben Sie auch die beiden Pistolen besorgt? Um Gottes Willen, ich wusste doch gar nicht, was der vorhat. Ja, woher kommen dann die Waffen? Jochen hat durch das Airbrush einige Kunden aus dem Milieu. Bisschen unscharf, hm? Ist ein Weichzeichner. Da ist Yannick. Er liebt meine Frau. Da ist er ja, der kleine Yannick. Ich bin der Tim. Wollen wir einen kleinen Ausflug machen? Hm? Na, Sie kommen mal besser mit. Ich will hier aber nicht weg. Ich lebe gern hier. Hey, willst du lieber ins Gefängnis als dahin, wo die Sonne scheint? Bevor Sie Ihre Frau ins Gefängnis stecken, sollten wir lieber überlegen, was wirklich passiert ist. Wir könnten die Tat wie geplant nachstellen. Hier wird gar nichts nachgestellt. Frau Steingart, wo hat Wössner gestanden, als er versucht hat, Sie zu vergewaltigen? Hören Sie auf mit dem Theater. Wo standen Sie? Sie haben gesagt, dass Wössner Sie bedrängt hat. Wo und wie hat er Sie angefasst? Hören Sie auf, das ist nicht witzig! Haben Sie Angst, dass die Wahrheit rauskommt? Sag nicht Sie. Wir versuchen nur, dich damit reinzureißen. Vielleicht wollen wir Sie auch entlasten. Wo stand Wössner, als Sie ihn erschlagen haben? Hören Sie endlich auf damit! Wissen Sie es nicht mehr? Wissen Sie, wie Sie zugeschlagen haben? Wo haben Sie ihn getroffen? Es reicht! Sie haben kein Recht, so mit meiner Frau umzuspringen. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht, weil Sie nicht hier waren. Wieso hast du dann alles zugegeben? Verdammte Scheiße! Was sage ich denn jetzt? Gib mir das Telefon. Ja? Der Fluchtwagen und das Geld stehen jetzt bereit. Gut. Sehr gut. Gut. Spreche ich jetzt mit Michael Steingart? Das kann Ihnen doch egal sein. Wie stellen Sie sich den weiteren Ablauf vor? Den Wagen fahren Sie was Haus? Schlüssel lassen Sie stecken. Das Geld, das stellen Sie direkt vor die Haustür. Dann lassen Sie die Geiseln frei. Herr Steingart. Sie glauben doch nicht, dass wir Ihnen das Auto und das Geld dahinstellen, wenn Sie die Geiseln nicht freilassen. Rufen Sie in 5 Minuten nochmal an. Was hat das zu bedeuten? Scheint, als hätten die Brüder das Kommando getauscht. Vielleicht hätte ich ihm doch sagen sollen, dass wir seinen Sohn haben. Und was, wenn die Geiseln immer dann völlig durchdrehen? Wir wollten doch jede Eskalation vermeiden und erst zuschlagen, wenn sie rauskommen. Dann sind sie am verwundbarsten. Ja, aber wie das aussieht, werden die nie ohne ihr Kind abhauen. Wenn wir ihnen also klar machen, dass das Kind zurückbleibt, wenn sie ihren Plan durchziehen. Das könnte Frau Steingart helfen, die Männer zur Aufgabe zu überreden.
Okay, aber dann machen wir es richtig. Wir warten, bis das Kind hier ist. Und dann lassen wir es ein bisschen ins Telefon plappern. Wollen Sie nicht wissen, warum Ihre Frau gestanden hat? Obwohl sie es nicht war? Weil sie den Mann schützen wollte, den sie liebt. Ich habe Wilsner nicht umgebracht. Ich war in der Kneipe, dafür gibt's Zeugen. Ich habe gesagt, den Mann, den sie liebt. Was redet er da? So ein Quatsch. Stimmt das? Stimmt das, dass du... Ja, verdammt noch mal! Ich habe Wilsner nicht umgebracht. Ich schwör's, ich war die ganze Zeit in der Werkstatt. Wieso hast du überhaupt geglaubt, dass ich... Ich hab gedacht, weil ich dir erzählt habe, wie ekelhaft Wilsner mich angemacht hat. Und du hast dich so aufgeregt und dann kam die Polizei und ich habe einfach Angst bekommen. Was machen wir jetzt mit euch? Wie könnt ihr mir das antun? Ich fass es nicht. Meine eigene Familie. Die einzigen Menschen, auf die ich mich verlassen konnte. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Das mit Jochen. Aber was ist das? Was? Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Melanie. Halt du nicht daraus! Ich rede mit meiner Frau. Also? Wir haben uns verliebt. Hat er uns das als so nett aufgenommen? Damit du mit ihm in die Kiste gehen kannst. Darum geht es doch überhaupt nicht. Stimmt. Entschuldige. Es geht ja nicht um Sex. Ihr habt euch, wie gesagt, verliebt. Logisch, er hat ja auch ein Dach über dem Kopf. Er bringt regelmäßig Geld nach Hause. Ich frag mich nur, wieso habt ihr mich noch nicht rausgeschmissen? Jetzt, wo du mich nicht mehr brauchen kannst. Hör auf, Melanie wie ein Flittchen zu behandeln. Sie hat die Klage gegen Wösner eingereicht. Sie ist zu ihm hingegangen. War bei einer Schuldnerberatung, hat sich um einen Job bemüht. Und was hast du gemacht? Du hast in der Kneipe gesessen und hast rumgejammert. Was meinst du damit? Bin ich jetzt auch noch selber schuld, dass sie mit dir in die Kiste geht? Sie haben Wösner getötet. Deshalb haben sie auch ihren Bruder überredet, mitzumachen. Weil sie Angst hatten, dass wir doch noch die Wahrheit rausfinden. Ich wollte nur verhindern, dass meine Frau für mich ins Gefängnis geht. Wieso hast denn du dich da nicht gestellt, du feige Ratte? Wenn ich gewusst hätte, dass Melanie unschuldig ist, dann hätte ich doch hier nie im Leben mitgemacht. Nein! Gib mir deine Waffe! Oder ich knall dich ab. Wie lange geht das schon mit euch? Wie lange? 3 Monate. Los, darüber zu den anderen. Hör los! Setzen! Hinsetzen! Wir sollten lieber ans Telefon gehen. Sonst machen die sich da draußen unnötig Sorgen. Ich habe jetzt keine Zeit! Scheiße. Was ist da passiert? Gute Frage. Herr Peters, darf ich vorstellen, das ist Jannik Steingart und das ist eine Freundin von... Nein, tut mir leid, Herr Rasch, das geht jetzt wirklich nicht. Kümmern Sie sich um die beiden. Aber... Wir müssen unseren Plan ändern. Okay, wir gehen rein. Und was ist denn jetzt? Wollen Sie immer noch abhauen? Dahin, wo die Sonne scheint? Ohne Ihre Frau und Ihren Sohn? Meinen Sohn nehme ich mit. Das tust du nicht. Bleiben Sie sitzen. Sie wollen Ihren Sohn kidnappen. Jannik soll bei einem Mörder aufwachsen, immer auf der Flucht? Ich bin kein Mörder. Was dann? Es ist einfach passiert. Ja, dir passiert immer alles einfach nur so. Wösner hat es verdient. Ich wollte mit ihm reden von Mann zu Mann. Melanie hat er ja nicht ernst genommen.
Aber es war ihm wirklich völlig egal, was aus uns wird. Balkongruppe, öffne Tür. Wie sieht's am Kellerfenster aus? Gitter entfernt. Einstiegsbereit. Aber leise. Na, was denn sonst? Sohn ist kaputt. Geben Sie mir die Waffen. Aber er darf nicht bei dieser hinterhältigen Schlampe aufwachsen. Das, was du mir angetan hast. Und Jochen. Das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Geben Sie mir die Waffen. Ich halte das nicht mehr aus. Minus 60 bis Zugriff. Balkongruppe im Haus. Okay, minus 30 bis Zugriff. Janik muss bei meiner Mutter aufwachsen. Sie ist eine anständige Frau. Sie hat uns beigebracht, was Recht und Moral ist. Minus 20 bis Zugriff. Meine Mutter wird für meinen Sohn sorgen. Was heißt denn hier eigentlich dein Sohn? Janik ist doch mein Sohn. Oder? Natürlich ist er dein Sohn. Was machen Sie überhaupt hier? Ich hab Sie doch gefesselt. Sie wollen mich auch nur aufs Kreuz legen. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Das ist Allerschlimmste. Ich halte das nicht mehr aus! Michael Janik ist dein Sohn. Ich wollte doch nur nicht, dass er bei deiner Mutter... Bitte! 10, 9, 8... Paul! Runter! Auf den Boden! Die Waffe weg! Hände auf den Rücken! Ganz ruhig! Ich wollte doch mal ein normales Leben. Ein ganz normales Leben. Tschüss und danke für Ihre Hilfe. Da nicht für. Machen Sie es gut. Und was ich da vorhin gesagt habe, mit der Leichenärztin und dass ich keiner leiden kann,
habe ich natürlich nicht so gemeint. Habe ich auch nicht so ernst genommen. Kannst mich mal in den Arm nehmen? Klar. Mein Gott. Hanna. Hanna, komm. Papa! Papa! Na, Mäuschen. Ha, alles in Ordnung.